auf der Bühne statt Nebel einfach mal so eine Schwade Grillgeruch in den Raum rein. Und ich sag dir, Menschen fangen an, sich die Kleider vom Leib zu reißen. Ernsthaft? Habe ich Pipi in den Augen, wenn ich sowas sehe. Wir wollen ja die Leute motivieren, wir wollen sie begeistern für diese schöne Welt der Kulinarik und haben Damen aufgefordert, ein Bewerbungsprotokoll abzugeben, stellvertretend für die Männer, mit denen ich morgen in Malaga auf den Markt gehen darf, wo wir kulinarisches, also wo wir Produkte einkaufen werden, um dann anschließend in die Kochschule zu gehen und dann gemeinsam was zu kochen. So, wo ist die, wo sind sie? Wo sind einer, sie? Einer, zwei. Bist du der Pöbelhannes aus der Nachbarkabine? Selbstständig beworben oder hat das Frauchen die Arbeit übernommen? Frauchen? Oh, geil. Interessiert mich nicht. Wo ist sie? Warum er? Weil er meint, dass er kochen kann und er kann es nicht. Weil er gut in der Kiste ist, erträgst du sein Fraß. Bennett. Bennett geradeaus durch. Schwarzes Shirt. Schwarzes Shirt, selber beworben oder mit Frauchen? Deine Mutter. Ganz toll. Ist deine Mutter hier? Das ist gerade beim Essen. Und wir sehen uns morgen wieder beim Kochen. Und ich freue mich sehr auf einen bumsfidelen Haufen. Mein Name ist Bennett und ich koche am liebsten Lasagne. Ich bin Thorsten und was ich kochen kann, ist Spaghetti Bolognese. Christian, und kochen ist nicht mein Ding. Hallo, ich bin der Volker und am liebsten koche ich Jägerschnitzel mit Pommes. Ja, Eckhard ist mein Name und kochen macht meine Frau. Ja, mein Name ist Walter und ich bin zuständig fürs Grillen und am liebsten Thüringer Würste. Ich heiße Anne, ich kann Frühstückseier sehr gut kochen. Ich heiße Tobias und am besten kann ich einen Nudelauflauf machen. Ich erzähle nochmal, worum es geht. Jede Gruppe hat 300 Euro, das heißt, wir haben 300 Euro für ein Gericht, was für 10 Personen serviert werden soll. Wir gehen einmal über den Markt, wir gucken erstmal und dann wollen wir ein bisschen auf die Kacke hauen. So, viel Spaß. Meine Freundin hat mich angemeldet, weil ich immer dieselben Gerichte koche und ja, ich will mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ja, ein bisschen was kriege ich schon hin, aber nicht wirklich viel und ich glaube, vom Niveau her ist da noch ein bisschen Luft nach oben. Ich muss sagen, ich habe mich inspirieren lassen von dem Satz, den Tim gesagt hat, auf den Markt gehen, gucken, was es da gibt und dann einfach drauf los. Gurken. Wir suchen Gurken. Die Kartoffeln da auch mitnehmen. Wie viel wollten wir haben? 2 Kilo? Ein Aceite de Oliva con hierba. Und wozu braucht ihr die Gurken? Das weiß ich nicht. Also jemand, der keinen Genuss kennt und dann aber wirklich mit einem guten Produkt konfrontiert wird, wird feststellen, dass es wirklich auch besser ist. Also eigentlich brauchst du einen Lehrer. Was ist so ein Fleisch, was du zum Schmoren empfiehlt? All das, was jetzt hier gerade liegt, ist wunderbar zum Schmoren. Auch so das, was nicht so durchwachsen ist? Alles, ja. Das ist normale, klassisches Rouladenfleisch. Dünn geschnitten. Das Einzige, was du machen musst, du musst es so lange drin lassen, bis es weich wird. Das wird von alleine weich. Ja. Das heißt, das ist das Schöne am Schmoren. Du kannst nichts falsch machen. Ja. Mir fehlt jetzt von euch hier gerade noch, in welche Richtung soll es schmecken. Jetzt mit dem über Markt zu laufen, ist eigentlich wie mit einem ganz guten Freund. Also das ist eigentlich ganz sympathisch, ganz nett, ganz offen. Drückt mal den einen oder anderen Spruch. Also ist ganz, ja, so wie er auch im Fernsehen wirkt, ist eigentlich ziemlich authentisch eigentlich, würde ich so sagen. Ich finde das jetzt schon ganz angenehm. Also das ist jetzt, konzentriert sich alles noch ein bisschen auf mich. Also sie sollen eigentlich erstmal so selber eigene Eindrücke sammeln, damit sie nicht sofort eine Antwort auf ihre Fragen bekommen. Weil ich glaube, dass eine ganze Menge beim Kochen so, man hat es, man weiß es auch. Sobald ein Experte ist, fängt man an, den zu fragen. 10 Scheiben von dem Cebu Cambo? Pardon? Ja. Von dem hier, ne? Von dem her? Ich habe mir sagen lassen, die wollen so als Vorspeisen so verschiedene Tapas machen. Gut, da braucht man natürlich ein bisschen mehr dazu. Also von der Seite jetzt alles mal gut. Wir sind gerade dabei, das Fleisch einzukaufen. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Wir haben uns schon in ein Stück Fleisch verliebt. Mal schauen, ob noch was Besseres zu finden ist. Für mich ist das immer so ein Zeichen von Frische. Wenn du in der Reine eine Auslage siehst und die einigermaßen, die lachen mich jetzt an. Ich habe irgendwann in einem Restaurant gearbeitet, Antonio Caluccio, Italiener.
Und der hat mir diese Welt von Genuss aufgemacht. Derjenige, der mir das gezeigt hat, war ein lebensbejahender, fröhlicher, behaarter, den Frauen hinterher geifender, saufender Küchenchef, aber eben nicht destruktiv, sondern voller Lebensfreude. Und seitdem verstehe ich Genuss. Adios. Für wen kochst du heute Abend? Für meine Frau. Wer kocht denn bei euch zu Hause sonst? Meine Frau. Wir kochen ja heute Abend für die Frauen und wir haben uns überlegt, was passt besser dazu, für die Frauen zu kochen, als ein Herz zu verschenken. Und deswegen haben wir gesagt, wir kaufen einfach ein Herz und bereiten das Herz für die Frauen vor. Ja, naja, Liebe geht durch den Magen, ne? Ist ja nur der 30. Hochzeitstag, da hat ich ein Herz mehr der Frau. Glücklich machen kann. Aus dem Herzen machen wir eine Vorspeise, so kleine Häppchen. Also für mich wird es gleich eine riesen Überwindung werden, das zu probieren. Ansonsten habe ich gehört, dass es hier ein gutes Hospital auf dem Schiff gibt. Welche Gruppe ist welche? Ich habe es vergessen. Das Gefühl hat sich heute ein bisschen gedreht. Also ich glaube, natürlich ist noch Luft nach oben, aber hoffnungsloser Fall seit heute nicht mehr. Ja, natürlich habe ich die Hände gewaschen. Und wohin damit jetzt? Ich bin hier die Mama von Bennett und irgendwie eilt mir hier schon Ruf voraus. Was ich immer bei jedem Essen brauche, ist viel Soße. Wir sind noch nicht lang verheiratet, deswegen ist es alles noch so frisch und schön. Es war auch ganz komisch, heute den ganzen Tag ohne sie zu sein. Das war, hat mir ja nicht so gepasst, aber ich gönne ihr alles. Und ich habe mit einem Auge gesehen, dass alle Frauen da sind. Ja, das sieht wunderbar aus. Also wenn ich ihn jetzt so hier so rumspringen sehe, dann eher kreativ, was er eigentlich sonst nicht so ist, zumindest nicht in der Küche. Ich bin ganz gespannt. Dadurch, dass er eigentlich einen Kochtopf nur zum Abtrocknen mal in der Hand hatte, kann ich mir das gar nicht vorstellen. Außer Wasser, Tee und Kaffee hat er eigentlich noch nie was gekocht. Ja, wir haben zuerst die Chorizo. Kleine Schnitten und gewürfelt und dann angebraten und dann Zwiebeln und Knoblauch mit reingemacht. Haben dann abgelöscht mit Fond, mit Flügelfond und Weißwein. Also die Hektik beginnt eigentlich mal so, wenn man merkt, gut, die Zeit geht dahin und wir sind kurz vorm Service. Da wird es noch mal kurz hektisch. Wenn ich eine Hand von euch haben kann, das sind 3 Handgriffe pro Teller, dann können wir nacheinander jetzt wegbraten und das machen. Gut. Sie hat mir vorhin schon gesagt, dass sie mir was schenken möchte. Ist schön. Ich habe jetzt Angst, ich muss öfter in die Küche gehen. Ich habe das Herz tatsächlich nicht gegessen, weil ich mein Herz aufheben wollte, damit ich es nochmal verschenken kann. Oh! Das Herz, ja. Hat er schon gesagt. Das Herz zum Hochzeitstag. Was gibt es denn zum 40. Hochzeitstag zu essen? Naja, Doppelherz, weil es eine Apotheke gibt. Ich liebe dich. Und das Kompliment muss man wirklich der Truppe geben, die hat echt gut performt, das ist echt gut. Zwischendurch habe ich den Überblick verloren, weil ich mich anstrengen musste mit der Stimme. Aber das war schon sehr, 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 sehr gut. Sehr gut. Ich habe mich auch dazu entschlossen, keinen Sieger zu küren. Das wäre blöd jetzt an der Stelle. Und ich rede auch ganz fürchterlich, deshalb würde ich jetzt gerne echt die Fresse halten.